Grüß Gott zusammen. Ich darf Sie begrüßen zu unserer Veranstaltung Recht durch Maschinen und künstliche Intelligenz vom Compliance-Bot zum digitalen Assistenten für das Registergericht. Heute auch wieder mit Gastreferenten. Wir sind mittlerweile in der fünften Stunde und tatsächlich kommt es jetzt, wie in der Überschrift angedeutet, zum berühmten Compliance-Bot. Wir haben ja die paar Stunden, die vergangen sind, genutzt, um Grundlagen anzuschauen, Natural Language Processing, symbolische KI, subsymbolische KI. Das letzte Mal haben wir dann die Entwurfserstellung von Bauträgerverträgen, sozusagen unsere Entwurfsmaschine vorgeführt. Da war Aurelius Adrian auch schon dabei. Und jetzt ist er wieder dabei und wir zeigen heute unseren Compliance-Bot eben mit Rechtsanwältin Annabel Adrian, meiner Ehefrau, und Martin Kurze, Rechtsanwalt von der Siemens Energy Erlangen, wäre auch dabei, lässt sich aber entschuldigen, der konnte sich kurzfristig doch nicht freimachen. Und Aurelius Adrian wieder von der FAU ist dabei. Ganz kurz, es ist sozusagen heute die letzte Veranstaltung in diesem Jahr 2022, vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel. Und nach dem Jahreswechsel geht es dann erst weiter am 12. Januar. Und da hören wir uns dann an von Gastreferenten, nämlich Philipp Steinrück und Christoph von Laufenberg, ein Tool, das für die Massenklagen bei Gericht in Sachen Dieselgate eingesetzt wird. Und dann kommt Martin Kurze und zeigt sein Vertragsprüfungstool. Und dann zeigen wir noch unseren Prototyp, der tatsächlich schon vollautomatisch Gerichtsurteile analysiert. Und am Schluss kommt der Ausblick dann am 2. Februar zum Forschungsprojekt Digitaler Registerassistent. Soweit die Übersicht und die Einordnung. Warum zeige ich das nochmal? Weil ich das nochmal zeigen will. Die Abhängigkeit von Formalität und Funktionalität. Also wir haben heute ein Tool, eben diesen Compliance-Bot. Und der Compliance-Bot ist sozusagen in Funktionalität nach meiner Einschätzung etwas höher einzuschätzen als der Entwurfsautomat, den wir das letzte Mal vorgestellt haben. Und deswegen musste auch mehr Energie hineingesteckt werden, um den sozusagen zum Laufen zu bringen. Und so gesehen haben wir etwas mehr Aufwand, aber dafür auch etwas mehr Funktionalität. Wir arbeiten uns sozusagen von unten nach oben. Und ganz am Ende kommt dann sozusagen der große Ausblick mit dem, ja, in Anführungszeichen, Richterassistenten, Richterautomat, Urteilsverifikation mit dem Registerassistenten. Soweit im Grunde zu dem, wie das Thema heute eingeordnet werden kann. Und jetzt kommen wir dazu, den Compliance-Bot vorzustellen. Und ich freue mich sehr, dass meine Ehefrau Annabel Adrian und mein Sohn Aurelius Adrian heute dabei sind und wir zusammen es bewerkstelligt haben, zusammen mit Martin Kurze, diesen Compliance-Bot zu bauen. Ich darf vorher verraten, sogar dass am meisten Arbeit damit wahrscheinlich meine Frau Annabel Adrian hatte, weil eben die ganze Juristerei hineingearbeitet werden musste. Das schauen wir uns jetzt gleich im Detail an. Ja, jetzt darf ich sozusagen den Aurelius bitten, dass er die Präsentation hochlädt, weil er führt uns jetzt durch die Präsentation und wir wechseln uns dann ein bisschen ab, wie das sozusagen weitergeht. Und hier ist ja auch schon die Präsentation. Also wir stellen Ihnen heute das Tool Compliance Bot vor und jetzt müsstest du schon gleich umschalten. Genau. Der Ablauf der Präsentation hat mehrere Teile. Als erstes stellen wir uns als Team vor. Wer sind wir eigentlich? Warum hat es funktioniert, dass wir zusammenarbeiten? Dann zeigen wir den Anwendungsbereich des Compliance-Bots. Das ist ganz wichtig, weil draußen sozusagen in der freien Wildbahn wird mit KI und allen möglichen Geschichten immer sozusagen starke KI assoziiert, eine starke KI, die alles kann. Realisierbar sind im Grunde nur sogenannte schwache KIs, also KI-Anwendungen, die in einem ganz eingeschränkten Anwendungsbereich funktionieren. Da funktionieren sie aber vielleicht besser als der Mensch. Ja. Nur es gibt nicht die KI, die einen unendlich großen, breiten Anwendungsbereich hat, früh Kaffee kocht, Zeitung liest, in die Arbeit fährt, mit den Kollegen Witze erzählt, dann Compliance-Fragen beantwortet und dann mit dem Auto wieder nach Hause fährt und am Schluss noch die Kinder ins Bett bringt. Das wäre starke KI. Sowas gibt es natürlich nicht. Das ist Science Fiction. Also eingeschränkte Anwendungsbereiche. Deswegen immer, wenn Sie KI-Anwendungen sehen, lassen Sie sich erklären, welches ist der Anwendungsbereich. Dann natürlich Aufgabenbereiche. Was ist überhaupt das Ziel? Was soll die Maschine am Schluss erreichen? Technik. Wie funktioniert die Technik? Aufbauen Funktionen der einzelnen Komponenten zeigen wir.
Und jetzt kommt auf der nächsten Folie der Rest. Aurelius, du müsstest umschalten. Ah, da ist es schon. Fragestellungen. Also, welche Fragestellungen kann die Maschine sozusagen beantworten? Und welche Erweiterungen wären möglich bei dem Tool? Welche Kundenwünsche könnte man on top sozusagen vielleicht noch erfüllen und eben weitere Funktionalitäten integrieren? Welche Vorteile hätte das Tool gegenüber einer sozusagen menschengemachten Bearbeitung von Compliance-Fragen? Ja, was wäre unsere Vision? Was wollen wir mit unserem Tool vielleicht künftig machen? Und am Schluss Höhepunkt, Live-Vorführung. Sie können sich schon mal Fragen überlegen, die Sie dem Compliance-Bot stellen wollen. Möglichst so exotische Fragen, damit die Zuschauer wissen, dass wir sie uns nicht vorher ausgedacht haben und schon mal vorher reinprogrammiert haben, sondern es sollen quasi völlig zufällige Fragen sollen wir testen und schauen, wie die Maschine darauf reagiert. Ja, so wäre der Ablauf unserer Präsentation. Die nächste Folie zeigt unser Team. Das darf ich, normalerweise stellt sich jedes Teammitglied selbst vor, aber Martin Kurze, wie gesagt, lässt sich entschuldigen. Martin Kurze ist Rechtsanwalt in der Rechtsabteilung bei Siemens Energy tätig. Heißt, Schwerpunkte bei ihm sind erstens die Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Lieferung von Kraftwerken und Kraftwerkskomponenten sowie Forschungs- und Entwicklungsverträge in diesem Bereich und zweitens natürlich Legal Tech und eben die Entwicklung von Tools für die Rechtsabteilung mit einem Schwerpunkt auf semantischen Textvergleich, zum Beispiel automatisierte Vertragsanalyse. Deswegen stellt Martin Kurze ja dann auch im Verlauf der Vorlesung nächstes Jahr dann sein Vertragsprüfungstool vor. Und der Punkt ist, ich selbst war eben früher auch bei Siemens Rechtsanwalt. Wir haben uns zwar nicht kennengelernt, unmittelbar Martin Kurze und ich in meiner Siemens-Zeit, weil ich doch ein bisschen älter bin, aber ich habe mich natürlich an meine Siemens-Zeit erinnert und dann eben im Zuge unserer Legal Tech-Forschung an der Uni gedacht, ich spreche mal einfach systematisch Siemens an und frage mal, wer ist da eigentlich zuständig für Legal Tech-Entwicklungen? Und so bin ich zu Martin Kurze gekommen und wir sind jetzt schon längere Jahre befreundet und arbeiten in einigen Bereichen zusammen. So gesehen hat mich meine alte Siemens-Vergangenheit mit Martin Kurze zusammengeführt. Dann, vielleicht kann man noch verraten, eben die semantische Textanalyse, der semantische Textvergleich, das, was Martin Kurze für sein Vertragsprüfungstool schon nutzt, diese Komponente wollten wir dann eben auch nutzen für unseren Compliance-Bot, den wir uns ausgedacht haben. So kommt Martin Kurze ins Team. Ja, ich selbst habe mich ja schon vorgestellt, Honorarprofessor an der Friedrich-Alexander-Universität. Da wissen Sie Bescheid, da muss ich heute keine großen Worte machen. Und dann darf ich übergeben an unsere beiden Gastreferenten. Ja, dann fange ich mal an. Hallo zusammen. Ganz herzlichen Dank, Axel. Ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt auch mal in deiner Vorlesung dabei sein kann und darf mich kurz vorstellen. Ich bin als Rechtsanwältin tätig, habe eine kleine eigene Kanzlei und arbeite schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des Erbrechts und Gesellschaftsrecht und natürlich auch allgemeines Zivilrecht. Das hat natürlich mit dem Strafrecht, das uns heute hier interessiert, beim Compliance-Bot sehr wenig zu tun. Das Thema der strafrechtlichen Compliance und die Idee, an einem Compliance-Bot mitzuarbeiten, ist eher deshalb entstanden, weil ich auch noch an einer Dissertation zum Thema Korruption und Networking-Aktivitäten bei Herrn Professor Kuttlich an der FAU in Erlangen arbeite und die Fragen, die der Erstellung dieses Compliance-Bots zugrunde liegen, betreffen natürlich einen Kernbereich dieser Arbeit. Deswegen war das für mich natürlich sehr spannend, hier an diesem Projekt mitzuarbeiten. Ja, Aurelius, ich glaube, du kannst dann anschließen. Erstmal hallo. Sie kennen mich ja schon von der letzten Stunde. Ich kann aber noch mal kurz zusammenfassen für die, die jetzt neu dabei sind. Ich studiere Informatik auch an der FU, bin jetzt im, ach, da müsste man mal die Folie updaten, bin jetzt im siebten Semester und ich arbeite zudem an zwei Stellen. Einerseits bei meinem Vater eben in der Kanzlei als Werkstudent und andererseits an dem Forschungsprojekt, das am Lehrstuhl für Computer- und Korpuslinguistik an der FU hängt, was sich mit der Anonymisierung von Gerichtsurteilen befasst, als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Hilfsstudent, weiß nicht genau, wie man das nennt. Genau, würde ich mal weitergeben wieder. Ja, dann übernehme ich wieder. Kommen wir gleich mal zum Anwendungsbereich unseres Compliance-Bots. Die Vorlesungsreihe ist ja mit Recht durch Maschinen und künstliche Intelligenz
überschrieben vom Compliance Board zum digitalen Assistenten für das Registergericht. Und heute soll es eben um unseren Compliance Board gehen. Was kann man sich also unter einem Compliance Board so vorstellen? Also eins kann ganz deutlich vorweg gesagt werden, der Compliance Board, und das hat der Axel, mein Mann, vorhin ja schon erwähnt, hat, oder sage ich jetzt, hat überhaupt nichts mit künstlicher Intelligenz, mit der sogenannten KI zu tun, schon gar nicht mit der starken KI. Also soweit Intelligenz hier hoffentlich in irgendeiner Form eine Rolle spielt, handelt es sich rein um natürliche Intelligenz. Es geht also, soweit hier strafrechtliche Aspekte betroffen sind, die ich in unserem Team beigesteuert habe, darum, die Strukturen, die den strafrechtlichen Entscheidungen zugrunde liegen, zu erkennen und zu nutzen, um dann mit einem Assistenzsystem Entscheidungsabläufe einfach zu automatisieren und zu erleichtern. Zwei Begriffe habe ich schon genannt, Compliance und Korruption. Für beide Begriffe existieren keine eindeutigen Definitionen. Compliance bedeutet ganz allgemein die Einhaltung von Gesetzen und Regelungen. Und unter Korruption versteht man im weitesten Sinn die Beeinflussung von Entscheidungen durch persönliche Vorteile. Also man sieht schon, die Begriffe sind sehr weit gefasst und werden in den unterschiedlichen Disziplinen auch völlig unterschiedlich interpretiert, sodass, was den Anwendungsbereich unseres Compliance Boards betrifft, natürlich eine gewisse Eingrenzung erforderlich ist. Unser Compliance Board umfasst ausschließlich das deutsche Korruptionsstrafrecht, das heißt vordringlich das, was in den Paragraphen 299 fortfolgende, 331 fortfolgende StGB Strafgesetzbuch geregelt ist. Also nicht erfasst sind insbesondere solche Themen wie Abgeordnetenbestechung, Wählerbestechung, das sonstige Wirtschaftsstrafrecht wie Betrug, Untreue, Unterschlagung, auch nicht das Steuerstrafrecht etc. Das alles hat mit unserem Compliance Board hier nichts zu tun. Wir bleiben bei Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme, Vorteilsgewährung. Was unser Assistenzsystem dann im Einzelnen abdeckt, dazu im Folgenden mehr. Aber ich gebe erstmal zurück an dich, Axel. Vielen Dank, super. Vielleicht darf ich noch ganz kurz auf die Folie zurückkommen, denn was vielleicht noch erwähnenswert ist, wo kamen die Trainingsdaten her, nämlich ca. 200 Fragen aus der Praxis der Nürnberger Versicherung. Es ist vielleicht noch schön zu sehen, dass wir hier kooperiert haben mit der Nürnberger Versicherung und die uns eben praktisch Fragen, die so eine Maschine in dem entsprechenden Anwendungsbereich, den Annabelle vorgestellt hat, beantworten können soll. Und ohne solche Fragen, und zwar eine ziemlich große Menge an Fragen, hätten wir sozusagen die Maschine nicht trainieren können. Dann könnten wir umschalten und zeigen die Komponenten, wenn man so will, die hier eine Rolle spielen. Und das ist eben toll, weil in diesem kleinen Projekt Compliance Board sieht man eben die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen. Wir haben im Grunde hier das Frontend zu bauen. Ja, das hat Aurelius natürlich gebaut. Das heißt, es muss ja irgendeiner eine Frage irgendwo eingeben können, weil ihn interessiert, ob er sozusagen hier compliance-konform handelt, wenn er bestimmte Maßnahmen ergreift. Und dann kommt das Backend. In dem Backend ist sozusagen eine Klassifizierungsaufgabe verarbeitet und logische Verarbeitung soll heißen, die Maschine muss aus der Menge möglicher Fragen Kategorisierungen bilden können, soll heißen, die muss eine Frage einer bestimmten Klasse von Fragen zuordnen können, damit wir diese konkrete Frage, die dann so durch die Klassifizierungsaufgabe einer Klasse von Fragen zugeordnet wurde, eben logisch weiterverarbeitet werden kann. Denn es führt dann dazu, dass aus der juristischen Wissensdatenbank sozusagen als dritte Komponente die korrekte Antwort ausgewählt und eben zurückgegeben wird. Und der Punkt ist, insofern darf man schon behaupten, dass in unserem Bot künstliche Intelligenz enthalten ist, denn in der Klassifizierungsaufgabe steckt tatsächlich Machine Learning drin. Das ist eben quasi diese semantische Analyse von Texten. Das heißt, die Maschine kann aufgrund Mustererkennung und Trainingsvorgängen kann eben
normalsprachlichen Text, also die Fragen in natürlicher Sprache formuliert, klassifizieren und kann sozusagen, man würde jetzt etwas hochtrabend sagen, die semantische Bedeutung dieser Fragen nicht verstehen, das wäre falsch, aber eben einer Kategorie von Fragen zuordnen. Und wenn wir wissen, es ist Kategorie 2, dann wissen wir, aha, wir müssen vielleicht die Antwort für Kategorie 2 hier sehr wahrscheinlich auf diese eingegebene Frage zurückgeben. Die Prozente, die hier dabei stehen, zeigen, wie hoch der ungefähr Arbeitsanteil war, um die ganzen Komponenten zusammenzubauen. Und da sieht man eben, dass 70% in der juristischen Wissensdatenbank enthalten waren, die veranschlagt werden müssen. Und das ist das, warum ich am Anfang gesagt habe, dass am meisten Arbeit mit dem ganzen Projekt wahrscheinlich meine Frau Annabel hatte, weil die eben als juristische Domänenexpertin hier die Systematisierung der zu erforderlichen Antworten durchführen musste. Also das ist tatsächlich mühsam. Man muss ein Rechtsgebiet vollständig verstanden haben, um dann die möglichen Antworten, möglichst alle möglichen Antworten, die eine Rolle spielen können, ja, vorzuformulieren, um dann die nach der Klassifikationsaufgabe auszuwählenden Antworten auch geben zu können. Soweit von meiner Seite. Vielleicht willst du noch was dazu sagen, Aurelius. Du hast ja im Grunde die Komponenten dann technisch auch zusammengebracht. Ja, im Grunde könnte man nur noch sagen, dass man vielleicht hier einen Strich zieht, dass man natürlich die juristische Wissensdatenbank mit juristischem Fachwissen möglichst formalisiert darstellt und im Hintergrund zur Verfügung stellt. Und die Aufgabe von Herrn Kurze und mir selber jetzt eher darin bestand, den Anwender koordiniert Zugriff auf diese Wissensdatenbank zu geben. Und das ist eben der Hauptbereich, mit dem wir uns dann beschäftigt haben. Dazu jetzt aber nochmal im Detail zu den technischen Grundlagen des Compliance-Bots. Also jetzt berichte ich praktisch von der Seite von Martin und von mir. Also grundsätzlich muss man vielleicht vorneweg mal sagen, es handelt sich hier eher um einen Prototypen und nicht um jetzt ein betriebsfertiges Produkt. Aber das Interessante daran ist, der Prototyp läuft und man kann ihm Fragen stellen und es kommen auch sehr gute Antworten bei raus, würde ich behaupten. Wir haben das Ganze jetzt erstmal in Python einfach umgesetzt. Dafür haben wir auch einen dedizierten Linux-Server, wo das Ganze drauf läuft. Das stellt es dann praktisch zur Verfügung. Das ist keine Software, die man sich runterlädt und auf dem Rechner daheim laufen lässt. Nee, wir arbeiten hier mit einem kleinen Servermodell. Das hat mehrere Hintergründe. Einerseits Programme, die sich der Nutzer für sich runterlädt, sind nicht so, haben keine große Kompatibilität mit anderen Nutzern. Sprich, wir wollen natürlich eine gemeinsame Wissensdatenbank für alle unsere Nutzer zur Verfügung stellen. Deswegen bietet es sich hier an, eine Schnittstelle zu bieten, wo die Nutzer dann auf einen Server zugreifen können, der dann effizient richtige Lösungen heraussucht. Das Ganze hat dann auch den erheblichen Vorteil, dass wir natürlich für verschiedene Kunden anpassbare Frontends entwickeln können. Das Frontend sehen Sie dann ja später in der Vorführung, aber grundsätzlich könnte der Kunde A das Logo A auf seinem Frontend haben und der Kunde B das Logo B auf seinem Frontend. Und ich denke, mein Vater wird dazu später noch was sagen, wie da die Idee ist hinter diesem Programm. Genau, dementsprechend haben wir auch eine API-Schnittstelle, die angesprochen werden kann. Im Grunde werden die Anfragen einfach an diese Schnittstelle gestellt und im Hintergrund arbeitet die Maschine daran, eine passende juristische Lösung zu finden. Grundsätzlich, was ist überhaupt die Problemstellung, die der Martin und ich praktisch als Informatiker in diesem Projekt haben? Also meine Mutter hat die juristische Repräsentation der Antworten formalisiert und ausgearbeitet. Und deswegen ist das auch so ein großer Teil, denn im Grunde befassen wir uns nur damit, welche Antwort suchen wir jetzt eigentlich heraus für die gegebene Frage. Und die Antworten, die juristisch im Hintergrund hinterlegt sind, haben auch Verbindungen zu diesen 200 Fragen, die wir von der Nürnberger Versicherung als Datenbank haben. Das bedeutet, wir haben praktisch, wir haben ein Sample an Fragen, zu denen eine bestimmte Antwort passt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt letztendlich,
eine neue Frage zu einer bestimmten Kategorie an Frage hinzuzufügen. Welche Kategorien es dabei gibt, was man da zu beachten hat, das ist alles die Arbeit von meiner Mutter gewesen in der Hinsicht. Und wie macht man sowas überhaupt? Wie möchte man natürlich sprachlichen Text zu einer bestimmten Kategorie zuordnen? Im Grunde haben wir uns dabei Folgendes gedacht. Die Fragen, also das Sample-Set an Fragen, das zu bestimmten Kategorien passt, ist natürlich abgegrenzt im Hintergrund. Und wir müssen im Grunde nur vergleichen, wie ähnlich ist die eingegebene Frage zu dem Sample-Set an Fragen, das zu einer bestimmten Antwort-Heuristik passt. Und dabei haben wir einen Algorithmus auf Grundlage von Word2Vec und Part-of-Speech-Tagging implementiert. Kurz zur Erklärung, ein Word2Vec-Algorithmus erkennt im Grunde nur Zusammenhänge zwischen Wörtern. Man kann sich das bildlich vielleicht so vorstellen, dass man eine Fläche hat und man kartiert praktisch, wo ist mein Board in einem bestimmten Raum. Und dann kartiert man alle solche Wörter, die irgendwo vorkommen. Und Wörter, die nah aneinander sind, haben eine große Ähnlichkeit, eine große Übereinstimmung. Und zum Beispiel, hier sind Beispiele genannt, Spanien und Frankreich wären zum Beispiel auf dieser Karte nah beieinander liegend, da sie halt sehr viele, also Kontext betroffen, werden sie halt in ähnlichen Kontexten verwendet, sind ja schließlich beides Länder. Genauso wie Auto und Flugzeug haben hier einen Link, also das kann man sich natürlich semantisch ergründen. Der Computer kann aber da keine semantische Bedeutung hinter verstehen. Der Computer versucht einfach nur herauszufinden, in welchem Kontext wird jetzt zum Beispiel Auto verwendet und in welchem Kontext wird Flugzeug verwendet. Mit Kontext meine ich, mit welchen anderen Wörtern im Zusammenhang werden diese Worte verwendet. Und daraus ergründet sich praktisch der Zusammenhang zwischen Auto und Flugzeug. Und wenn man sich das dann so anschaut, als Ergebnis eine Auswertung durch den Computer, erkennt man dann gut, Auto und Flugzeug werden wahrscheinlich in einem ähnlichen Kontext verwendet, weil sie beides Fortbewegungsmittel sind zum Beispiel. Genauso wie Eintrittskarte und VIP-Ticket sind beides Gegenstände, die man zum Beispiel schenkt. Und diese Zusammenhänge sind bei uns natürlich von großer Bedeutung, denn ein Kunde fragt zum Beispiel, darf ich eine Flasche Wein annehmen? Und dabei kommt die Antwort A heraus. Aber wenn jetzt ein Kunde fragt, darf ich ein VIP-Ticket annehmen, dann sollte VIP-Ticket ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel juristisch gesehen, aber darf ich einen Stift annehmen, dann sollte dieselbe Antwort A auch bei dieser Frage rauskommen. Und das ist eben die Klassifizierungsaufgabe oder die Problemstellung, die wir versuchen zu lösen im Hintergrund mit dem Informatikansatz. Um uns das alles etwas leichter zu machen, da wir in der natürlichen Sprache sehr viele Wörter verwenden, die im Grunde keine Relevanz zur Bedeutung haben, benutzen wir auch Part-of-Speech-Tagging. Part-of-Speech-Tagging versucht praktisch bestimmte Worte hervorzuheben, die für uns höhere Relevanz haben, um diese Klassifizierungsaufgabe zu bewältigen. So werden zum Beispiel alle Artikel zum Beispiel rausgenommen, das hat im Grunde keine Relevanz. Auch Worte, die grundsätzlich immer verwendet werden, zum Beispiel darf ich das, also wenn man bei uns die Frage stellt, dann ist es schon aus dem Kontext heraus klar, dass man fragt, ob man etwas darf. Deswegen versuchen wir die Menge an Token, die wir verarbeiten müssen, möglichst klein zu halten und das eben auch mit Part-of-Speech-Tagging. Wir haben auch festgestellt, dass bestimmte Wortarten, zum Beispiel Verben oder Nomen, unterschiedlich gewichtet sein müssen, um möglichst genaue Ergebnisse zu bekommen. Deswegen ist auch eine Aufgabe, wie gewichten wir bestimmte Wortkategorien, also grammatikalisch, die wir dann praktisch unterschiedlich in das Ergebnis mit einberechnen. Zum Beispiel eine Übereinstimmung bei dem Verb hätte eine höhere Gewichtung als eine Übereinstimmung bei dem Nomen in unserem Beispiel. Und so versuchen wir halt durch Feinjustierung mit Part-of-Speech-Tagging möglichst genaue Ergebnisse zu erzielen. Das ist im Grunde technisch der Hintergrund zu dem Bot. Jetzt würde ich weiter übergeben. Dann sage ich noch was zur Aufbau und Funktion des Bots. Also es ist ja schon gesagt worden, wir haben von einem Unternehmen, also hier der Nürnberger Versicherung, ungefähr 200 einschlägige Fragen erhalten.
die ganz typisch sind, also die typischerweise von Mitarbeitern an die Compliance-Abteilung gerichtet werden und dann eben abgearbeitet werden müssen. Diese 200 Fragen, die habe ich erstmal nach einer Art Fallmuster vorsortiert. Im ersten Schritt musste ich also diese zur Verfügung gestellten Fragen oder Fallkonstellationen systematisieren. Jede Frage wird dann einer bestimmten eigenen Kategorie zugeordnet. Also da hat es was, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kategorien es sind, 7 oder 8, aber ich habe mir insgesamt eben eine gewisse Anzahl an Kategorien ausgedacht und die einzelnen Fragen dann zugeordnet, je nach rechtlicher Qualität. Wenn man sich zum Beispiel mal vor Augen führt die Frage, darf ich einen Kugelschreiber annehmen, dann wäre diese Frage der Kategoriezuwendung von einem externen Dritten zuzuordnen. Als nächstes werden dann beim Fragesteller bestimmte rechtlich relevante Informationen zum Sachverhalt abgefragt, so zum Beispiel zum Wert der Zuwendung. Das ist eine sehr wichtige Fragestellung, denn diese Frage des Wertes hat große Auswirkungen auf die weitere rechtliche Bewertung. Denn das ist für jeden erkennbar, ein Kugelschreiber, beim Kugelschreiber kann es natürlich große Wertunterschiede geben. Das geht vom einfachen Werbegeschenk für wenige Euro bis hin zum Luxusgegenstand. Der Fragesteller erhält dann verschiedene Auswahloptionen. Er kann dann wählen, ob der Wert des Kugelschreibers über oder unter 50 Euro liegt. Oder wenn es zum Beispiel um eine Einladung geht, ob die Einladung als rein dienstliche Veranstaltung oder auch mit Unterhaltungselementen kombiniert wurde und wird dann eben über solche Fragestellungen zu weiteren Fragen geleitet. Das werden wir später in der Vorführung noch genauer sehen können. Als Endergebnis bekommt er dann eine entsprechende Antwort mit Handlungsempfehlungen als Output. Dann können wir mal die nächste Übersicht ansehen. Ja, genau. Also hier sind ein paar typische Fragestellungen, die von Mitarbeitern an die Compliance-Abteilung gestellt werden. Zum Beispiel jetzt hier die erste Frage, darf ich einen hochwertigen Wein annehmen? Das betrifft jetzt die Kategorie Zuwendung von einem externen Dritten. Das habe ich gerade schon erwähnt. Dann ein Dienstleister hat mich in die Loge des FCN eingeladen. Das betrifft die Frage einer Einladung und da insbesondere die Aufspaltung privater und geschäftlicher Anteil, was von rechtlicher Relevanz ist. Dann die dritte Frage, darf ich ein Geschenk behalten, wenn ich nicht weiß, von wem? Da geht es um die Annahme von einem Unbekannten. Die vierte Frage, darf ich den Wirtschaftsreferenten zum Geschäftsessen einladen? Da ist eine sehr sensible Kategorie betroffen. Nämlich die Gewährung von Zuwendungen an Amtsträger, die rechtlich eben besondere Fallkonstellationen nach sich führt. Also es ist rechtlich natürlich brisanter, wenn Amtsträger involviert sind, als wenn es einfach um Privatleute geht. Dann die nächste Frage, wie oft im Jahr darf ich ein Geschenk vergeben? Das ist ganz allgemein, geht es da um den Wert der Zuwendung? Natürlich ist eine einmalige Zuwendung anders zu betrachten, als wenn es mehrere geringfügige Zuwendungen gibt. Da muss unter Umständen auch dieser Wert der Einzelzuwendungen kombiniert werden und es dann in einer Gesamtschau bewertet werden. Dann haben wir hier, darf ich externe Berater in den Urlaub einladen? Da geht es dann um die Kategorie Einladung an externe Dritte. Die nächste Übersicht. Ja, genau. Aurelius, bist du oder? Nee. Ich habe hier Folie 11, mögliche Erweiterungen. Jawohl. Die sieht bei mir anders aus. Ah ja, nee, stimmt schon. Gut, also es geht um Erweiterungen des Assistenzsystems. Also die vorgenannten Fragestellungen, die ich jetzt gerade hier angesprochen habe, waren eben typische Fragestellungen aus dem Fragenkatalog der Compliance-Abteilung, den wir erhalten haben. Und je nach Einsatzbereich des Assistenzsystems können natürlich jederzeit auch neue Fragestellungen ergänzt und trainiert werden.
und damit gleichzeitig auch die erzeugbaren Antworten erweitert oder angepasst werden. Natürlich muss auch immer die aktuelle Rechtslage eingepflegt werden. Das heißt, neue gesetzliche und auch unternehmensinterne Regelungen müssen in die Wissensdatenbank eingepflegt werden. Nach dem Vorbild dieses Compliance-Bots wäre natürlich aber auch die Erschließung weiterer Rechtsgebiete durch ein Assistenzsystem in vergleichbarer Konzeption möglich, sofern sie ähnliche Strukturen aufweisen. Was dann in praktischer oder technischer Hinsicht ergänzt werden kann, dazu kannst du uns mehr sagen, Aurelius. Wenn ich vielleicht kurz dazwischen grätschen darf, weil es gibt nämlich was Neues hier noch, und zwar, weil hier steht, Erschließung weiterer Rechtsgebiete zur Beantwortung durch einen Bot in vergleichbarer Konzeption. Das Interessante sind zwei Aspekte. Erstens, es gibt ja jetzt vor kurzem freigeschaltet dieses OpenAI-Thema, wo man auch, das ist wirklich ratsam, das mal anzuschauen, mit einem Bot sozusagen chatten kann. Der ist also sozusagen ein Dialogbot vielleicht sogar. Und da kann man rechtliche Fragen stellen. Das ist ja ganz ähnlich wie unser Compliance-Bot hier. Die Frage ist, wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesem OpenAI, dieser OpenAI-Plattform und unserem Bot? Und das kann man hier vielleicht betonen. Unser Bot, da hast du sehr viel Arbeit investieren müssen, Annabelle, nämlich die Richtlinien, die Compliance-Richtlinien der Nürnberger Versicherung wurden hier individuell sozusagen berücksichtigt. Das heißt, die Antworten des Bots sind ganz speziell zugeschnitten auf die Nürnberger Versicherung und es ist nicht so allgemein gehalten, sondern es ist tatsächlich sehr konkret. Wir werden das dann später sehen an der Vorführung. Es ist das eine. Sowas ist natürlich in OpenAI nicht drin. OpenAI ist ja sozusagen eine Wissensdatenbank mit allen möglichen rechtlichen Hintergründen. Und das heißt, die Kunst besteht darin, für verschiedene Unternehmen tatsächlich unterschiedliche Compliance-Richtlinien einzuarbeiten und spezifische Wissensdatenbanken vorzuhalten, die alle aktuell zu halten und somit jedem einzelnen Unternehmen eine konkret auf seine spezifischen Compliance-Richtlinien zugeschnittene Antwort zu generieren. Und das Zweite ist Erschließung weiterer oder sogar ganz anderer Rechtsgebiete. Ich habe vor kurzem mit dem Professor Anzinger gesprochen auf einer Tagung. Der ist ja Steuerrechtler und auch sehr stark im Legal-Tech-Bereich engagiert. Und wir haben ihm dann erzählt von unserem Compliance-Bot hier. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, und dass ich angeboten habe, dass wir unseren Compliance-Bot hinsichtlich der Wissensdatenbank umändern auf eine neue Domäne, nämlich auf die Grundsteuerproblematik. Das trifft ja praktisch sehr, sehr, sehr viele Menschen. Man hätte ja bis zum 31. Oktober 22 sozusagen Grundsteuerformulare ausfüllen müssen und der Finanzbehörde schicken müssen. Das wurde jetzt Gott sei Dank verlängert. Aber man muss ja für jede Immobilie, die man heute in Deutschland hat, sozusagen aufgrund der Grundsteuerbemessung, die dann neu erfolgen musste wegen dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, muss man da Angaben machen. Und natürlich entsteht dadurch ein Rechtsverhältnis und ein Verwaltungsakt. Und die Finanzbehörde rechnet mit sehr vielen Rückfragen zu den Grundsteuerproblemen und vielleicht auch mit sehr vielen Rechtsbehelfen. Und um sozusagen die Zahl der Rechtsbehelfe, die dann am Ende vielleicht sogar bei den Finanzgerichten landen und diese quasi überfluten, klein zu halten, war jetzt die Idee, mit einem solchen sozusagen Frage-Antwort-Bot die wichtigsten Probleme vorneweg rauszufiltern, damit er Steuerpflichtige seine Fragen stellen kann, konkrete Antworten bekommt. Und dann eben nicht sozusagen wegen Missverständnissen einsprechen, um sozusagen die Effizienz unseres Rechtsstaats hochzuhalten. Und es könnte sein, dass wir unseren Bot an der Stelle mit einer neuen Wissensdatenbank versehen und ein neues Projekt auflegen. Aber man sieht diese modulare Geschichte, die man sozusagen durch die Zusammenarbeit der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen bekommt, die ist vielleicht auch hilfreich. So viel nur kurz mein Exkurs, weil es tatsächlich an der Stelle was Neues gab. Jetzt bitte, lieber Aurelius, musst du uns noch weiter Technik erklären. Alles gut. Genau, also im Grunde, wie das technisch funktioniert, habe ich jetzt erzählt und erklärt. Was man vielleicht noch dazu sagen kann mit dem neuen Projekt ist, dass sich ja lediglich die Wissensdatenbank im Hintergrund ändern würde, was im Grunde auch, es ist jetzt keine schlechte Nachricht für mich, weil der Martin und ich müssten im Grunde nicht viel an der technischen Umsetzung
ändern, da wenn die Daten sorgfältig hinterlegt sind, wie sie ja schon sind, von meiner Mutter aufgearbeitet, dann funktioniert das System mit egal welchen Daten. Sprich, diese Klassifizierungsaufgabe ist, glaube ich, in vielen Anwendungsbereichen immer dieselbe. Und deswegen ist die Informatik-Sicht auf dieses Problem im Grunde immer auch dasselbe Problem. Genau. Wobei man wahrscheinlich schon neue Fragen neu trainieren muss, damit die Klassifizierung am Schluss funktioniert, weil genau. Die semantisch in eine andere Richtung gehen würde. Das ist jetzt auch so ein Punkt, der genau in diese praktischen Erweiterungs- und Anpassungsmaßnahmen einspielt. Und zwar derzeit verwenden wir Sprachmodelle, die eben nicht speziell auf unsere Fragestellung trainiert sind. Das sind keine Sprachmodelle, die vorwiegend an juristischen Texten trainiert worden sind. Was meine ich mit Sprachmodell überhaupt? Mit Sprachmodell ist im Grunde eine Datenbank gemeint, die unsere Word-to-Vec-Aufgabe löst. Sprich, ich gebe dem Sprachmodell Wörter und das Sprachmodell gibt mir zurück einen Vektor und beschreibt mir praktisch das Wort in dem Kontext und damit ich es praktisch mit anderen Wörtern vergleichen kann in unserem Anwendungsfall jetzt. Und dadurch, dass wir eben kein Sprachmodell verwenden, was speziell für diese juristischen Texte geeignet ist, wobei wir jetzt schon eine verblüffend hohe Übereinstimmungsquote haben mit den eingegebenen Fragen, lässt sich das natürlich performanztechnisch und genauigkeitstechnisch durch andere Sprachmodelle, wie zum Beispiel Godbert und so weiter, noch feinjustieren und noch verbessern. Genau. Wenn man dann schon den Aufwand betreibt, ein solches Tool zur Verfügung zu stellen und die Nutzer im Grunde ihre Fragen direkt an den Server stellen können, haben wir natürlich auch weitere Möglichkeiten, um unsere Genauigkeit zu verbessern. Beispielsweise überwachtes Lernen. Der Nutzer hat bei uns die Möglichkeit, wenn er das Gefühl hat, es wurde die falsche Antwort zugeordnet zu seiner Frage, die nächste Antwort einspielen zu lassen. Je nachdem, wie oft das bei bestimmten Fragen der Fall ist, kann man praktisch durch überwachtes Lernen die Maschine darauf abrichten, bestimmte Fragen besser zuordnen zu können, die vielleicht jetzt im Hintergrund technisch ein Problem darstellen würden. Sprich, ich stelle die Frage, darf ich eine Flasche Wein annehmen? Aber er spuckt mir die Antwort heraus. Annahme einer Einladung von einem fremden Dritten oder so, was ja in dem Fall nicht passt. Und der Nutzer würde dann die nächste Antwort einspielen lassen, weil er das Gefühl hat, das kann ja jetzt offensichtlich nicht richtig sein. Dann würden wir oder wäre es möglich, Systeme zu implementieren, um hier diese Zuordnung zu verbessern. Sprich, wenn diese Frage kommt, dass es besser zugeordnet wird. Und das nicht nur rein regelbasiert, sondern auch in dem Sprachmodell, das man dann verwendet. Genau. Man hat dann auch andere Möglichkeiten. Es wird wahrscheinlich immer Fragen geben, die nicht durch eine Maschine zu beantworten sind oder beantworten werden können. Dabei lässt sich natürlich auch eine Implementierung machen, den Anwender in dem Fall direkt weiterzuleiten an einen Juristen, der seine Frage beantworten kann, der die dann auch prüft. Im Grunde lässt sich die Maschine auch so sehen, dass es ein Filter ist. Welche Fragen sind nicht 0815 Fragen, die die große Masse stellt und welche Fragen kann man praktisch durch generische Antworten beantworten lassen. Derzeit ist unsere Klassifizierung auf die verschiedenen Antwortkategorien. Ich denke, es gibt da ungefähr 12 verschiedene Antwortkategorien, die herausgearbeitet wurden. Deswegen, die Maschine muss zwischen 12 verschiedenen Kategorien unterscheiden. Jetzt ist es aber so, dass diese Kategorien ihrerseits nochmal kategorisiert werden können. Und das ist im Grunde das, woran wir gerade arbeiten, um eine Hierarchie einzubauen. Zunächst einmal möchten wir eine allgemeinere Kategorie auswählen und von der Kategorie dann nochmal die finale Kategorie beispielsweise. So würde man einerseits auch die Trefferquote verbessern, also dass die richtigen Ergebnisse rausgesucht werden, und andererseits werden dadurch die Zugriffe auch beschleunigt. Wenn ich das dann vorstelle, wenn wir das Tool dann kurz vorstellen, werden Sie sehen, dass die Anfragezeiten auch noch erheblich lang sind, gerade weil wir so eine flache Hierarchie haben mit diesen Klassifizierungsstufen.
Aber dadurch sollte die Geschwindigkeit deutlich verbessert werden. Und das sind nur so ein paar praktische Erwägungen, die man technisch im Hintergrund umsetzen kann, um hier Genauigkeit und Geschwindigkeit zu erhöhen. Ja. Das ist, glaube ich. Wenn du vielleicht die nächste Übersicht einblendest. Das ist es ja. Ist schon da, genau. Wunderbar. Also bei diesem Bot handelt es sich ja zuerst mal um einen Prototypen, ist hier angeklungen. Und der ist zugeschnitten gewesen auf die Nürnberger Versicherung. Deshalb gibt es natürlich auch viele Anpassungen und Fortentwicklungen, die aufgrund der Bedürfnisse anderer Unternehmen generell denkbar wären. Also fängt schon an beim Design des Frontend. Zum Beispiel die Anpassung an das äußere Erscheinungsbild, die Corporate Identity oder die Sprache des jeweiligen Unternehmens. Hierzu muss man auch sagen, dass die Antworten, die der Mitarbeiter durch den Prototypen des Bots hier erhält, juristisch natürlich so einfach wie möglich gestaltet werden müssten und bisher auch eher vereinfacht sind und etwas verkürzt, aber trotzdem erscheint es dem Laien vielleicht doch in mancher Hinsicht noch zu lang und etwas zu umständlich. Also Ziel wäre es letztlich, eine rechtlich korrekte Antwort zu geben und trotzdem die Benutzerfreundlichkeit im Auge zu behalten. Dann kann man natürlich, das ist auch schon angesprochen worden, eine Chatfunktion einfügen beziehungsweise einen einfachen Wechsel zu einem menschlichen Berater ermöglichen. Es gibt manchmal einfach so komplexe Anfragen oder auch die Antworten gestalten sich dann doch sehr komplex, sodass es keinen Sinn macht, die Frage über ein Assistenzsystem zu bewerkstelligen. Natürlich muss man auch neue Gesetze und insbesondere auch neue unternehmensinterne Regelungen des Kunden jederzeit berücksichtigen und die Wissensdatenbank muss auch immer aktuell angepasst werden. Und schließlich, das ist auch schon angeklungen, könnten auch Schaltflächen mit abrufbaren Hintergrundinformationen wie aktuellen Gesetzen, Begriffsdefinitionen eingefügt und dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Also wir haben in unserem Bot auch manchmal Begrifflichkeiten, die nicht jedem Nutzer vielleicht auf Anhieb klar sind. Und da ist es dann natürlich eine erhebliche Erleichterung, wenn man durch einen Klick eine Erläuterung dieses Begriffs wie zum Beispiel bei dem Begriff Amtsträger oder Vorteil, da kann man da eine rechtliche Definition hinter einer Schaltfläche verbergen, die dem Nutzer dann zugänglich gemacht werden kann. Also das wären so Ideen, Wünsche noch zu implementieren. Wenn ich da kurz was dazu sagen, der Punkt ist, Sie werden es gleich sehen, im Grunde kommt ein Dialog zustande. Also der Bot sagt nicht ja, in Ordnung oder nein, verboten, sondern der fragt ja zurück. Und dann fragt er, wird hier ein Amtsträger beschenkt, Fragezeichen. Und wenn dann der nicht juristische Nutzer natürlich nicht weiß, was ist jetzt ein Amtsträger, dann soll er drüber hovern können über dieses Wort Amtsträger bei der Rückfrage des Bots. Und dann würde sozusagen hier ein Vokabular aufgehen und dann könnte man versuchen, das zu erklären. So war die Idee. Ist noch nicht implementiert, aber wäre natürlich ein schöner Spaß. Jawohl, dann kommen wir mal zu den Vorteilen des Assistenzsystems. Der Compliance-Bot ist ja für die Compliance-Abteilung von Unternehmen konzipiert, die solche typischen Fragestellungen meist in größerer Zahl bearbeiten müssen. Deshalb hat der Compliance-Bot als Assistenzsystem natürlich viele positive Effekte. Da kann man an Folgendes denken. Also wenn mehrere Unternehmen das Assistenzsystem nutzen, dann ist das für alle Beteiligten vorteilhaft, denn jeder Nutzer generiert ja wieder weitere Fragen, die in den Bot eingepflegt werden können und die Antworten werden dadurch immer mehr verfeinert. Die Kunden erhalten ein Assistenzsystem für die alltäglichen Routineanfragen im Unternehmen, also vor allem für Anfragen von Mitarbeitern, sodass sich die Rechts- oder die Compliance-Abteilung entlastet wird und sich auf komplexere Compliance-Fragestellungen, zum Beispiel komplexe Vertragsbeziehungen, Kickback-Geschäfte oder Ähnliches konzentrieren kann. Die Wissensdatenbank, das habe ich schon angesprochen, wird immer gepflegt und immer up-to-date gehalten. Das ist auch ein ganz enormer Vorteil. Also man muss sich nicht immer selbst auf dem Laufenden halten, was jetzt diese
die rechtliche Entwicklung zu Compliance-Fragestellungen betrifft. Das heißt, ob es jetzt eine Veränderung der Gesetzeslage oder auch der unternehmensinternen Richtlinien oder der Rechtsprechung gibt, die Antworten, aber auch die Fragestellungen an den Anwender werden immer laufend angepasst. Der Bot führt natürlich auch bei den Mitarbeitern zur Verankerung eines Bewusstseins für Compliance-Fragestellungen. Also irgendwelche Zuwendungen werden nicht einfach unkritisch hingenommen, wenn man weiß, da existiert ein solches Assistenzsystem, was sich mit solchen Fragestellungen befasst. Natürlich sinkt damit gleichzeitig auch die Hemmschwelle für Anfragen der Mitarbeiter, wenn sich der Mitarbeiter nicht erst an die Compliance-Abteilung wenden muss, sondern erst einmal durch einen Bot so sich etwas an die Fragestellung herantasten kann. Ein weiterer Vorteil ist dann natürlich auch die unmittelbare und sofortige Behandlung eines Anliegens eines Mitarbeiters. Und schließlich ein ganz wichtiger Punkt auch die Gleichbehandlung gleichartiger Fallkonstellationen. Also es passiert nicht, dass einmal die Annahme einer 5-Euro-Weinflasche erlaubt ist und ein anderes Mal kategorisch davon abgeraten wird. Die Nutzung zeigt natürlich auch eine gewisse Modernität des Unternehmens und den selbstverständlichen Umgang mit modernen IT-Lösungen. Also insgesamt kann damit eine Effizienz- und Qualitätssteigerung im Unternehmen erreicht werden. Dann haben wir... Nils, bin auch noch ich, ja genau. Ich glaube sogar, das wäre mein Part. Ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Unterm Strich, wir haben jetzt im Grunde die Aufgabe und Funktionalität, dass wir eben bestimmte Fragen rechtlicher Art beantworten wollen. Und das soll der Compliance-Bot für uns ermöglichen. Und der Punkt ist aber, dass wir aber damit noch viel mehr weitere Funktionen verbinden könnten. Und nicht nur jetzt Absicherung bei Compliance-Fragen haben, sondern eben beispielsweise Personalführung, Kundenpflege, Auswertung, Kundenbeziehungen und so fort damit erheben könnten. Was soll das heißen? Also die Absicherung bei Compliance-Fragen ist zum Beispiel, ich installiere dieses Tool und installiere sozusagen eine Organisation, die eben die Standardfragen über den Bot nachvollziehbar beantwortet. Ich kann das mitprotokollieren. Ich kann, wenn später strafrechtliche Sanktionen drohen, diese protokollierten Anfragen und auch vor allem die protokollierten gleichförmigen, für gleiche Fälle gleichförmigen Aussagen. Der Bot würde ja immer, wenn er sozusagen die Frage richtig klassifiziert hat, die gleiche Antwort für gleiche Fälle ausspucken, könnte ich dann also zeigen und könnte sozusagen ein Organisationsverschulden im Unternehmen vorbeugen. Denn ich habe sozusagen ein sehr stabil funktionierendes System, was nach unserer Auffassung stabiler funktionieren dürfte und beweissicherer funktionieren dürfte, als ich habe 3 Compliance Officers und die erzählen sozusagen bei Anfragen möglicherweise nicht immer das Gleiche, weil sie von anderen rechtlichen Voraussetzungen zum Beispiel ausgehen. Wir hätten immer das Neueste in der Wissensdatenbank. Auch das macht die Compliance-Anfragen sicher. Das haben wir alles schon gesagt. Aber neben dieser Sicherheit bei Compliance-Problemen hätten wir vielleicht auch ein Tool für Personalführung. Also wir würden zum Beispiel sehen, welche Abteilungen stellen wie häufig welche Fragen. Das könnte man auswerten, alles das mit protokollieren und dann statistisch auswerten. Man könnte damit also sehen, bei welchen sozusagen Abteilungen sind, welche Rückfragen häufig oder nicht so häufig, wie reagiert sozusagen das Management auf solche Compliance-Themen und der Bot würde auch da helfen. Auch die Kundenpflege könnte man gewissermaßen messen. Wenn sehr viele Fragen kommen von Abteilungen, die bestimmte Geschenke an Kunden geben wollen und sich da rückversichern, dann hat man das Gefühl, Moment, da ist wahrscheinlich die Kundenpflege höher als in anderen Abteilungen, wo praktisch kaum solche Fragen stattfinden. So gesehen kann man dann auch die Auswertung der Kundenbeziehung je Abteilung über den Zeitablauf vielleicht sogar messen. Und das sind ja nur einzelne Punkte, die uns jetzt eingefallen sind und in unserem Team sind alle möglichen Leute, nur keine Betriebswirtschaft.
Personalentwickler oder Personalentwickler und Personalorganisationsfachleute, die haben da vielleicht noch mehr Ideen. Und der Punkt ist aber, wir können ja die Anfragen mitprotokollieren, die Antworten mitprotokollieren, wir können Messungen durchführen. Das ist interessant. Spannend ist auch, darf man das eigentlich arbeitsrechtlich? Und auch da haben wir mit Arbeitsrechtlern Rücksprache gehalten, dass das im Grunde möglich ist. Es gibt dann bestimmte Voraussetzungen, die man vielleicht erfüllen muss. Zum Teil kann es sein, dass das nur bei gewissen Betriebsvereinbarungen möglich ist, die man dann hierfür schließen muss. Aber auf der anderen Seite soll natürlich den Mitarbeitern vor allem Sicherheit verschafft werden, damit sie eben auch tatsächlich Geschenke an Kunden geben können, was eben rechtskonform ist, bevor man vor lauter Angst, hier was falsch zu machen, die Kundenpflege vernachlässigt. Und damit kann man das gezielt steuern. Man kann sozusagen die Wertgrenzen individuell auch anpassen. Jetzt mit 10% Inflation macht es vielleicht Sinn, alle ein, zwei Jahre mal die Wertgrenze anzupassen, denn es ist der alte Wein in neuen Schläuchen. Ja. Und insofern sollte man da unbedingt mit einem Tool arbeiten, um allgemein hier Gleichgerechtigkeit und sozusagen der Organisationsstabilität zu haben. Das waren so unsere Zusatzeffekte, die das Tool vielleicht sogar noch auslösen kann. Also nicht nur der Compliance Officer freut sich, auch der Human Resources Officer oder eben der Vertriebsvorstand. Die Vision, die jetzt eingeschaltet ist, ist ja, wir haben vielleicht auch hier vor, ein Startup zu gründen als Rechtsanwalts GmbH mit spezieller Legal Tech Versicherung. Dieses Startup, dieses Unternehmen würde dann Dienstleistungsverträge mit verschiedenen Unternehmen abschließen. Und jetzt wird es gewissermaßen ein bisschen spannend, weil was ist eigentlich Legal Tech? Was ist AI and Law? Was ist überhaupt Office Tech und so? Und jetzt wäre hier tatsächlich speziell eine Gründung einer Rechtsanwalts GmbH durchzuführen. Das haben wir auch schon geprüft. Es ist ganz interessant, wie sich das verhält. Man kann also hier eine Rechtsanwalts GmbH gründen, wenn die Gesellschaft und vor allem natürlich die Geschäftsführung zugelassene Rechtsanwälte sind, dann geht das. Und diese Rechtsanwalts GmbH würde natürlich auch tatsächlich Rechtsrat erteilen, denn die Antworten, das werden wir gleich sehen, die sind ja tatsächlich juristische Antworten. Da wurde juristisch was geprüft. Da hat ein Subsumptionsvorgang stattgefunden, interessanterweise nicht beim Machine Learning. Nein, da wurde nur klassifiziert, welche Sätze sind mit welchen Klassen von Sätzen ähnlich. Aber die Wissensdatenbank, die hat sozusagen Subsumptionsvorgänge in sich. Da wurden Subsumptionsvorgänge repräsentiert. Das hat eben meine Frau Annabel dann hier hinterlegen müssen. Und da war viel Arbeit drin. Und insofern findet hier tatsächlich Rechtsberatung über die Maschine statt. Und ich habe das dann mal sozusagen geklärt, wie das dann wäre mit einer Versicherung. Da gibt es spezielle Legal Tech Versicherungen und die können dann eben hier das Risiko technisch einschätzen, wie häufig werden fehlerhafte Antworten auf Anfragen gegeben und können dann dadurch ein Risiko abschätzen und das wird dann entsprechend der Versicherungsprämie zu bezahlen sein. Das Spannende ist, 2 Absatz 1 Rechtsdienstleistungsgesetz, jeder Subsumptionsvorgang ist eine Rechtsdienstleistung und das darf sozusagen nicht von einem Nichtjuristen stattfinden und deswegen kann hier nicht einfach nur eine GmbH diesen Rechtsrat erteilen, sondern das muss tatsächlich von zugelassenen Rechtsanwälten organisiert werden. Streng genommen ist es also so, dass die Maschine den tätigen, beratenden, humanoiden Rechtsanwälten, Rechtsanwältinnen assistiert, diesen Rechtsrat eben in großer Zahl zu erteilen. Und deswegen muss es hier speziell eine Rechtsanwalts GmbH sein. Ja, spannend ist, wir haben ja auch schon angedeutet, oder ich habe mal angedeutet, dass wir vielleicht auch mit dem Anonymisierungsbot, mit der Anonymisierungsmaschine ein Startup gründen wollen. Da ist es wieder anders. Da wird im Grunde ja kein Rechtsrat erteilt, wir sollten jetzt diese und jene Textstelle anonymisieren, sondern da wird im Grunde eine Aufgabe erfüllt, eine Dienstleistungsaufgabe, anonymisiere nach vorgegebenen Richtlinien die bestimmten Textstellen in Urteilen und dann wird sozusagen zurückgeliefert das anonymisierte oder vielleicht realistisch pseudonymisierte Urteil. Und deswegen sind es unterschiedliche Startups, die da eine Rolle spielen. Interessanterweise können wir aber diese BERT-Systeme, also bikonditionale und so weiter, das ist die Abkürzung BERT, BERT, diese Sprachmodelle
können wir aber vielleicht in beiden Startups einsetzen. Also wir experimentieren sozusagen mit demselben Sprachmodell, um hochdimensionale Vektorräume, mathematische Vektorräume für die Sprachverarbeitung zu nutzen, in beiden Fällen, aber haben total unterschiedliche juristische Aufgaben zu erfüllen. Also die spannende Frage ist, finden wir genügend Unternehmen, die für dieses Startup des Compliance Board Anfragen liefern? Denn das Problem ist, selbst große Firmen haben vielleicht gar nicht so häufig Anfragen, dass der Skalierungseffekt ausreicht, um damit gleich ein Unternehmen zu gründen und die Entwicklungskosten für so einen Chatbot wieder reinzuholen. Die Kunst besteht also darin, viele Unternehmen als Kunden zu gewinnen, also sagen wir 5 oder 10 große Unternehmen in der Größe der Nürnberger Versicherung, ja, die im Idealfall vielleicht sogar DAX-Konzerne, die dann genügend Anfragen produzieren aus der Mitarbeiterschaft, um eben Skalierungseffekte zu haben und dann eben effizient einen solchen Bot einzusetzen. Das Spannende ist jetzt, dass wir ja gesagt haben, jedes Unternehmen hat eigene Compliance-Richtlinien. Wie können wir jetzt also 10 verschiedene Unternehmen bedienen, die aber individuelle Antworten nach ihrem jeweiligen individuellen Compliance-Richtlinien erhalten, obwohl wir sozusagen die Skalierungseffekte bei der Zusammenfassung von 10 verschiedenen Unternehmen nutzen wollen? Das ist tatsächlich ein Spagat. Die Kunst besteht auch darin, zu prüfen, systematisch zu prüfen. Letztendlich muss das dann die Fachfrau für die Domäne, meine liebe Frau Annabelle, machen. Wo sind die Unterschiede in den Compliance-Richtlinien der verschiedenen Unternehmen und wo sind die Gemeinsamkeiten? Und das Interessante ist, dass dadurch natürlich der Fachmann, die Fachfrau, die da die Domäne pflegt, ein großes Expertenwissen sammelt, das sozusagen deutlich größer ist als der typische Compliance-Officer, der ja nur seine eigenen Compliance-Richtlinien typischerweise in seinem eigenen Unternehmen betreibt. Und das ist die große Stärke. Wir holen Skalierungseffekte rein. Wir brauchen mehr als 5 bis 10 Unternehmen. Trotzdem soll jeder nach seiner eigenen Compliance-Richtlinie Antworten bekommen. Wir nutzen dieselbe Plattform und wir generieren sozusagen fürs Backend genügend zusätzliches Domänenwissen, was dann wieder allen zur Verfügung steht und zugutekommt. Das ist die große Vision. Und das wäre die Vision für die Compliance-Fragen. Und ähnliche Visionen, und wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen, sagt Helmut Schmidt, haben wir natürlich zum Beispiel für die Grundsteuerproblematik oder für andere rechtliche Probleme. Ja, soweit zu den Visionen. Was haben wir jetzt noch im Programm? Die Live-Aufführung. Jetzt wird es spannend. Man kann viel theoretisch drüber sprechen. Und jetzt hoffe ich, haben Sie sich ein paar Fragen ausgedacht, die so exotisch sind, dass wir sie nicht vorher erahnen konnten. Und schauen mal, wie es geht. Aber ich übergebe an dich, lieber Aurelius. Also ich habe mich jetzt mal angemeldet. Genau. Ich würde einfach mal zur Demonstration die erste Frage stellen. Darf ich eine Flasche Wein annehmen? Wurde jetzt ja schon öfters angesprochen. Und da kommt das Ergebnis sogar verblüffend schnell. Jedenfalls sieht das alles aus wie folgt. Hier haben wir die Überschrift der Antwort, die praktisch zurückgegeben wird. Es handelt sich um eine Annahme einer Zuwendung von einem externen Dritten. Ich würde vielleicht an meine Mutter übergeben, die kennt sich da natürlich deutlich besser aus. Ja, also die Frage ist durchaus typisch. In dem Fragenkatalog, der uns da von der Nürnberger Versicherung übergeben worden ist, mit den 200 Fragen, waren natürlich unzählige Fragen in dieser Richtung. Darf ich eine Flasche Wein annehmen? Darf ich einen Kugelschreiber annehmen? Darf ich einen Kalender oder eine Tüte Lebkuchen annehmen? Das geht alles in die gleiche Richtung, nämlich Kategorie Annahme einer Zuwendung von einem externen Dritten. Das ist hier zutreffend durch unser Assistenzsystem, durch unseren Compliance-Bot auch zugeordnet worden. Also der Benutzer gibt oben seine Frage ein, tippt auf Suchen, klickt Suchen an und dann kommt die Zuordnung zu der Kategorie, wie ich es vorhin beschrieben habe. Dann kommt nochmal eine Rückfrage an den Fragesteller. Ich interpretiere oder eine Interpretation der Frage. Also hier interpretiere Ihre Frage so, dass Sie als Mitarbeiter dieses Unternehmens der Nürnberger Versicherung eben eine Zuwendung von einem externen Dritten etc. annehmen möchten. Wenn der Fragesteller jetzt den Eindruck hat, nein, das trifft es überhaupt nicht, ich habe was ganz anderes gefragt, dann könnte er hier unten links
sehen Sie das im Bildschirm, anklicken, das Ergebnis passt nicht zu meiner Frage, dann würde das Assistenzsystem dann versuchen, die nächstwahrscheinliche Antwortkategorie zur Verfügung zu stellen. Aber hier sind wir völlig richtig gelandet. Es geht um Zuwendungen von einem externen Dritten. Dann wird, wie ich es vorhin schon mal abstrakt dargestellt habe, der Fragesteller weitergeleitet zu einer Folgefrage. Also er soll jetzt beantworten, sind Sie in eine aktuell bevorstehende Geschäftsentscheidung eingebunden? Also das ist rechtlich einfach von großer Relevanz, ob derjenige jetzt irgendwie mit geschäftlichen Entscheidungen des Unternehmens in Zusammenhang steht oder nicht. Machen wir es mal unkompliziert und sagen, nein, er ist nicht in eine geschäftliche Entscheidung eingebunden. Dann folgt hier die in blau gehaltene Antwort, die Zuwendung ist strafrechtlich unbedenklich. Also in dem Fall dürfte er die Flasche Wein annehmen, ohne hier rechtliche Sanktionen fürchten zu müssen. Mit einem gewissen Begründungstext, das bezieht sich jetzt hier auch auf die internen Compliance-Regelungen des Unternehmens der Nürnberger Versicherung, die hier jetzt auch noch eine Rolle spielen. Also man darf diese kleine Zuwendung annehmen, wenn man nicht in einer geschäftlichen Entscheidung involviert ist, wenn man eben weitere Voraussetzung, dass der Compliance, nicht der Compliance-Abteilung, aber man muss es jedenfalls melden. Also so steht es in den Compliance-Richtlinien dieses Unternehmens. Gehen wir mal zurück und schauen wir mal, was in dem problematischeren Fall ist, dass derjenige, der Fragesteller, doch involviert ist in geschäftliche Entscheidungen. Dann folgt eine weitere Fragestellung, nämlich stellen Sie den Wert der Zuwendung fest. Da muss dann auch der Fragesteller wieder angeben, ob er Zuwendungen in Höhe von über oder unter 50 Euro erhält. Das entspricht einfach den Vorgaben, die die Rechtsprechung hier an Zuwendungen knüpft hinsichtlich der strafrechtlichen Relevanz. Probieren wir es mal aus und sagen wir mal nein, bleiben wir erstmal unproblematisch. Genau, dann kommt auch die entsprechende Antwort. Auch hier ist die Zuwendung strafrechtlich unbedenklich. Es besteht keine Gefahr einer unlauteren Beeinflussung etc. Ich habe vorhin ja schon angesprochen, die Texte sind noch sehr lang. Das ist eben eine gewisse Gratwanderung. Man möchte sich juristisch gewissermaßen absichern und den Fragesteller da jetzt nicht in eine Situation bringen, dass er denkt, mit dieser Zuwendung ist alles völlig problemlos möglich. Also man möchte schon versuchen, darauf hinzuweisen, dass eben hier durchaus Probleme verbunden sein können oder zumindest, dass hier eine Meldepflicht besteht. Also es ist einerseits eben eine rechtliche Absicherung, die den Antworttext begründet und andererseits natürlich auch der Hinweis auf die internen Regelungen. Okay, gehen wir mal zurück. Genau, jetzt können wir eben auswählen. Wir hatten hier die kleine Zuwendung, also unter 50 Euro gewählt. Jetzt sagen wir mal, ja, die Zuwendung ist ihrem Wert nach, übersteigt sie 50 Euro. Dann wird der Fragesteller eben weitergeleitet zu einer weiteren Frage. Gibt es besondere Umstände, die die Gewährung dieser höheren Zuwendung rechtfertigen können? Da kann er dann auch wieder auswählen, ja oder nein. Sagen wir mal, ja, es gibt besondere Umstände, der Fragesteller vermutet eben, es gibt irgendeinen Grund, warum er jetzt eine solche Zuwendung erhält. Da kommt dann der Hinweis, die Zuwendung birgt erhebliche strafrechtliche Risiken. Also sie wird ihm nicht versagt, aber er muss hier Rücksprache nehmen. Denn das ist natürlich eine recht unbestimmte, ein unbestimmter Bereich, wenn ein Fragesteller hier meint, es gäbe eine Rechtfertigung für die Annahme der Zuwendung, dann möchte man ihn nicht damit alleine lassen und ihn da irgendwelchen strafrechtlichen Risiken aussetzen. Deswegen wird er hier sicherheitshalber auf die Compliance-Abteilung zurückverwiesen und muss das eben absprechen. Jetzt gehen wir mal zurück. Wenn er angibt, es gibt keinen besonderen Grund, warum er jetzt diese Zuwendung erhalten soll, die 50 Euro übersteigt, dann ist es eindeutig, dann sind eben die strafrechtlichen Risiken sehr groß und er erfüllt damit eben nicht die Vorgaben des Unternehmens und deshalb
darf er die Zuwendung dann auch nicht behalten, so lautet dann der Antworttext. Okay, jetzt könnte man eine weitere Frage eingeben. Also entweder jemand macht einen Vorschlag oder wir suchen einfach noch eine aus dem Portfolio. Sie könnten mir auch die Frage einfach in den Chat an alle schicken, dann würde ich sie kopieren und in das System einspielen. Sonst kannst du in der Zwischenzeit mal eine eingeben, dass man einfach noch mal ein bisschen andere. Das zum Beispiel. Jawohl, ich habe von einem Dienstleister einen Gutscheincode für einen Online-Shop erhalten. Das passiert manchmal. Jetzt. Es ist die gleiche Kategorie, also braucht man dann nicht durchspielen. Vielleicht mal aus einer anderen Kategorie. Da haben wir alles behalten, annehmen. Das ist alles die gleiche Kategorie, Aurelius, du müsstest vielleicht... Ja, eine Einladung. Ja, genau, eine Einladung. Genau, da findet das System dann auch die richtige Kategorie, Annahme einer von einem Dritten ausgesprochenen Einladung. Da wird auch wieder hier die Frage nochmal eingeordnet und rückgefragt, ob sie richtig verstanden wurde und zu einer Folgefrage weitergeleitet. Auch hier wieder nach der Einbindung in bevorstehende Geschäftsentscheidungen. Da kann man das gleiche Spiel dann wieder fortsetzen. Entweder ja oder nein. Also ja, okay. Also derjenige ist eingebunden in Geschäftsentscheidungen. Dann kommt wieder auch hier eine Folgefrage. Handelt es sich um eine rein dienstliche, Ihren Tätigkeitsbereich betreffende Veranstaltung? Also hier muss der Fragesteller dann eben entscheiden oder angeben, ob die Einladung einen rein dienstlichen oder auch einen Bezug mit Unterhaltungselementen aufweist. Sagen wir mal, es handelt sich um eine rein dienstliche Veranstaltung. Ja, genau. Dann folgt die Antwort, dann ist die Zuwendung strafrechtlich unbedenklich. Genau. Jawohl. Wenn man jetzt hier das Ganze verneint, es ist nicht rein dienstlicher Natur, diese Einladung, dann geht es weiter, dann muss der Fragesteller weitere Fragen beantworten. Und zwar zunächst einmal, erhalten Sie im Rahmen der Veranstaltung Zuwendungen, deren Wert insgesamt 50 Euro übersteigt. Also auch hier muss der Wert der Zuwendung letztendlich eingegrenzt werden. Und es werden Beispiele gegeben wie Bewirtung außerhalb der unternehmenseigenen Einrichtung, also nicht nur der Kaffee in der Kantine, sondern zum Beispiel auch die Einladung zu einem höherwertigen Abendessen oder Sachzuwendungen, auch Know-how-Schulungsmaterial gehören dazu. Also solche Beispiele werden da genannt. Wenn der Fragesteller jetzt mit Ja antwortet, also er erhält Zuwendungen, die insgesamt 50 Euro übersteigen, dann kommt hier auch wieder die Frage, ob es Gründe dafür gibt. Sagen wir mal, ja, es gibt einen Grund dafür. Dann kommt auch hier wieder der Hinweis, dass die Rücksprache mit der Compliance-Abteilung genommen werden muss. Genau, dann kannst du mal zurückgehen und das. Du kannst ja mal Nein anklicken. Also Zuwendung, es gibt keine Zuwendungen, die den Wert von 50 Euro übersteigen. Dann ist auch hier die strafrechtliche Unbedenklichkeit eben als Ergebnis festgestellt. Ich hätte eine weitere Frage. Mhm. Zum Beispiel externe Berater, die war ja schon gegeben in der Präsentation. Ja, das passiert auch manchmal. Jetzt. Genau. Das, uns ist, glaube ich, aufgefallen, dass sobald man Einladungen oder Zuwendungen vergibt, dass es dann natürlich problematisch ist, wenn der
Eingeladene oder der beschenkte Amtsträger ist. Ganz genau. Und aus diesem Grund sind bei dieser Kategorie an Fragen, selbst wenn die Frage es nicht vermuten lässt, dass es sich um einen Amtsträger handelt, praktisch aus Sicherheitsgründen diese Frage vorhergeschoben. Solche Möglichkeiten hat man natürlich auch mit dem Compliance-Bot. Gibt es bestimmte Kategorien, bei denen man bestimmte Sachen bedenken muss, die jetzt zum Beispiel aus dem Kontext nicht so einfach zu ergründen sind. Und da kann man eine Frageheuristik auch mit einbauen. In dem Fall, wenn man jetzt auf Ja oder Unbekannt drücken würde, würde man eben in diese andere Kategorie reinrutschen. Das würde ich jetzt einfach mal machen. Gewährung einer Zuwendung an den Amtsträger. Also hier hat sich die Frage dann auch tatsächlich geändert, je nachdem, was man antwortet. Wir können aber mal zurückgehen und vielleicht das durchspielen. Oder was wollen wir machen? Ja, können wir gerne tun. In dem Fall müssten wir dann Nein beantworten, um in unserer Kategorie zu bleiben, dass es eben sich um einen externen Dritten handelt, der eben kein Amtsträger ist. Genau. Und ganz genau. Also der Hintergrund ist einfach, dass es unterschiedliche Wertgrenzen zum Beispiel auch gibt, wenn Amtsträger involviert sind oder eben nicht. Ja, also bei Amtsträgern ist eben äußerste Vorsicht geboten. Bei Geldzuwendungen sind sowieso so gut wie ausgeschlossen. Und auch andere Zuwendungen, da gibt es eben erheblich geringere Wertgrenzen, um hier keine Beeinflussung zu riskieren. Genau. Also hier Einladung, Moment, sind Sie in eine aktuell bevorstehende Geschäftsentscheidung? Also wir hatten gesagt, es ist kein Amtsträger involviert und dann kommt wieder die Frage nach der Einbindung in eine Geschäftsentscheidung. Da kann man dann eben auch wieder Ja oder Nein antworten. Und dann geht es hier auch wieder, weil es sich um eine Einladung handelt, geht es dann auch weiter mit der Frage, ob es sich um eine rein dienstliche Veranstaltung handelt oder eben nicht, ob auch Unterhaltungselemente einbezogen sind. Da kann man dann eben auch entsprechend weiter antworten, je nachdem. Also hier haben wir zum Beispiel, darf ich externe Berater in den Urlaub einladen? Urlaub ist natürlich keine dienstliche Veranstaltung, also würde man hier mit Nein weiter fortfahren. Genau, und dann gewähren Sie im Rahmen der Veranstaltung Zuwendung, deren Wert insgesamt 50 Euro übersteigt, müsste man hier auch klar mit Ja beantworten. Dann gibt es Gründe, die das rechtfertigen würden. Ja, das hängt natürlich dann vom Einzelfall ab. Da kann man jetzt einfach mal beispielhaft sagen, nein, es gibt keine Gründe. Bei der endgültigen Beantwortung mit dem Hinweis auf strafrechtliche Risiken, sodass die Einladung letztlich nicht gewährt werden darf. Also es wurde eine Frage gestellt. Die Frage wurde wahrscheinlich unter Alkoholeinfluss gestellt. Also ich bin mir nicht sicher, ob unsere Maschine darauf eine Antwort finden kann. Ich nehme an, es würde sich bei der, also wenn es nicht stören würde, würde ich die, ich meine, es sieht ja ohnehin jeder. Wir können es ja trotzdem einfach mal eingeben. Jetzt aber eher aus Spaß. Wie viel Alkohol darf man auf Firmenfeiern trinken? Mal schauen, was die Maschine sagt. Ja, also, die Frage ist nicht ganz abwegig. Also, ja, aber es ist keine Compliance-Frage. Auch korruptionsrechtlich. Ah, okay. Es kommt ja darauf an, von wem kommt der Alkohol und welchen Wert hat er. Also insofern, wenn man es ganz weit auslegt, kann man vielleicht da sogar einen korruptionsrechtlichen Bezug entdecken. Also man kann vielleicht mal kurz aus Informatikperspektive draufschauen. Ich nehme an, die Wörter, die überhaupt in Betracht kämen für die Evaluierung, wären in dem Fall Alkohol, Firmenfeiern und Trinken. Vielleicht auch noch Mann als Bezug praktisch. Das ist eine Frage, die man selber stellt, für sich geht. Jetzt ist es interessant.
Ich würde fast tippen, jetzt kann man ein kleines Ratespiel draus machen, welche Kategorie kommt raus. Ich würde fast tippen, es kommt raus, also wieder Gewährung einer Einladung an einen externen Dritten. Warum? Naja, weil die Maschine hier natürlich die Verbindung zu fragen, darf ich meinen Kollegen zum Trinken einladen, darf ich meinen Handelspartner zum Trinken einladen. In der Hinsicht, der ganze Kontext, wie viel zum Beispiel, und dass es sich um das eigene Trinken handelt, das wird hier natürlich abgeschnitten. Würde die Maschine nicht verstehen, ja. Ja, das ist das ist demnach auch viel zu komplex. Deswegen längere Fragen in der Hinsicht haben natürlich mehr Wörter, die in Betracht gezogen werden und werden interessanterweise dadurch ungenauer beantwortet. Genau. Es ist, je allgemein man die Frage stellen kann, desto besser ist es. Und im Grunde, warum stellt man überhaupt solche Fragen in dieser Heuristik? Naja, weil man nur eine gewisse Menge an Kontext in der Frage angeben kann. Und die Maschine ist derzeit auch nur fähig, bestimmte Arten von Kontext zu verarbeiten. Deswegen, wir fragen einen Grundkontext ab, um was handelt es sich überhaupt grob, und dann konkrete Merkmale, die zur Entscheidung herangezogen werden müssen, werden dann halt gesondert abgefragt, weil man solchen Kontext natürlich nicht in der Frage evaluieren kann derzeit in der Maschine. Jedenfalls nicht mit dem System, wie wir es implementiert haben. Aber jetzt schauen wir mal. Gewährung einer Zuwendung, also keine Einladung, knapp. Das nächste Ergebnis. Moment, aber was sagt er jetzt? Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie als Mitarbeiter Nürnberger Versicherung wissen möchten, ob Sie eine Zuwendung an einen externen Dritten gewähren dürfen. Es passt nicht zur Frage, oder? Das heißt, jetzt können wir Ergebnis passt nicht zur Frage klicken. Ist schon lustig, ja. Interne Zuwendung. Ja, genau. Sich selbst etwas intern zuwenden. Also der versteht mehr von Alkohol, als ich gedacht habe. Schauen wir mal weiter. Okay, jetzt sind wir bei Einladung. Also ich hätte keine guten Punkte mit meinem Tippspiel. Genau. Ja, die Zuwendung. Nee, die kann er nicht fressen. Die Frage ist zu weit weg von den Compliance-Fragen. Ja. Ich glaube schon allein, dass man hier praktisch zwei, also Alkohol und Firmen feiern, ist ein bisschen schwierig im Hintergrund. Ja. Und das hätte man natürlich mit einer Compliance-Frage jetzt so, glaube ich, nicht in dem Beispiel. Aber es gibt im Chat ja noch weitere Compliance-Fragen vielleicht, können wir mal schauen. Genau. Übrigens, um das vielleicht arbeitsrechtlich zu beantworten, das dürfte deutlich dem Direktionsrecht des Arbeitgebers unterliegen, ob er Ihnen erlaubt, bei dienstlichen Anlässen Alkohol zu trinken. Das war, glaube ich, die Frage, ob es da Regeln gibt. Also so würde ich es als arbeitsrechtlicher Laie sehen. Also wir hatten es ja gerade mit dem Kontext und so weiter. Die Frage ist ja jetzt relativ lang. Ich stelle es jetzt einfach mal so, wie sie gestellt worden ist, weil ich möchte dem Anwender jetzt nicht vorschreiben, welche Fragen er stellen darf und welche nicht. Aber genau, da hast du mir richtig zugeordnet. Nur was natürlich jetzt nicht beachtet wird, ich kann die Frage nicht mehr auswählen, in der Frage steht noch, auch wenn die Zuwendung pro Person unter dem Wert von 50 Euro bleibt. Das kann er nur auf Ja und Nein Rückfrage wissen, ne? Das wird jetzt natürlich nicht. Der Fragesteller selbst sich durchklicken durch die weiteren Fragen und dann kommt er zum gewünschten Ergebnis oder eben nicht. Also jetzt können wir ja weitermachen, machen wir mal spaßeshalber weiter und sagt, wir wären nicht in einer Geschäftsbeziehung. Ja. Und dann ist unbedenklich, kommt interessanterweise sofort raus und dann wirkt es so, als hätte er die 50 Euro verarbeitet. Ja? Aber das, glaube ich, wäre ein Fake, weil das kann er wahrscheinlich nicht klassifizieren. Ja, die 50-Euro-Frage oder die Wertfrage, die entsteht natürlich nur, wenn eine Geschäftsentscheidung vorliegt, denn nur dann bin ich in einem strafrechtlichen Risiko. Genau. Aber wenn wir jetzt zurückgehen und machen es andersrum und ich bin in einer geschäftlichen Entscheidung, dann fragt er. Dann, ja. Dienstliche Tätigkeit. Aber das ist die Einladung, genau. Eingeladen, ja. Genau. Jetzt muss man erst beantworten, handelt es sich um eine rein dienstliche Veranstaltung oder mit Unterhaltungselementen?
Also hier ist ein Fest. Also ich... Herr Indris hat, glaube ich, nicht rein dienstlich. Außer der Herr Indris wird es schnell entscheiden, weil Sie haben, glaube ich... Oh, geht, da geht was nicht, da geht was nicht. Bin ich jetzt zu verstehen? Ja, jetzt. Ah ja, prima. Die Frage war eigentlich hier, vielleicht habe ich es jetzt etwas zu umständlich formuliert, sozusagen nach der Kumulierung. Wenn ich pro Person einen Grenzwert habe und ich werde jetzt von, da kann man jede beliebige Konstellation nehmen, von einem externen eingeladen, und zwar die ganze Gruppe oder die ganze Abteilung, dann habe ich ja einmal diese 50. Bleibt dann unter dem klaren Compliance-Aspekt das bei pro Person oder muss dann das Ganze einmal 50 und hat damit einen wesentlichen höheren Wert gewertet werden? Wir können jetzt mal auf... Vielleicht muss man die Frage, wen adaptieren dann? Ich würde jetzt mal auf Ja klicken, dann schauen wir, was passiert. Also ich glaube, die Fragen beziehen sich schon oder die Antworten beziehen sich schon auf Antworten für Einzelpersonen. Sprich, also laienhaftig schnell gedacht, das kann unter Umständen falsch sein, was ich jetzt sage. Es ist schon pro Person. Pro Person. Genau. Im Grunde, wenn die Gruppe eingeladen wird, könnte man es ja auch so auslegen, dass jeder einzeln zu dem Fest eingeladen wird und dann wäre es ja wieder eindeutig. Genau. Mach mal nochmal zurück und mach mal Nein. Und jetzt mach Ja. Jetzt sind wir bei den 50 Euro. Ja, genau. Da waren wir gerade drüber, ja. Und jetzt machen wir mal Nein. Erhebliche strafrechtliche Risiken. Ja, es ist natürlich der Trick, dass man es durch die Kumulation, die Kumulation ist bei uns nicht hinterlegt in der Datenbank. Soweit kann man es verraten, ne? Ja, aber ganz interessant. Was haben wir noch für Fragen? Eine war, glaube ich, ja, allgemein. Aber ich bin mir sicher, also wir haben auch allgemeine Fragen umgesetzt. Sprich, wenn man allgemeine Fragen zum Compliance hat, gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Antwortkategorien, die das beantworten. Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür eine Kategorie gibt, um ehrlich zu sein. Ja. Also für diese allgemeine Compliance-Frage haben wir derzeit noch keine Kategorie umgesetzt. Könnte man natürlich machen. Genauso wie man natürlich jetzt so juristische Heuristiken als Antwortspiel zurückgeben kann, könnte ich jetzt zum Beispiel auch allgemeine Informationen zurückgeben. Deswegen ist das ja gerade so modular, zumindest die technische Seite, die der Martin und ich umgesetzt haben. Denn wir könnten jetzt auch eine Kategorie machen. Ich muss da doch noch mal kurz einhaken. Also da bist du jetzt ein bisschen schnell drüber weggegangen. Also natürlich sind diese Zuwendungen schon erfasst in einem gewissen Zeitraum. Also man wird dann ja zu der Wertgrenze geführt. Und da ist ja dann die Frage gestellt, ob es sich um eine einmalige oder wiederholte Zuwendung handelt. Es ist jetzt zwar in dem Assistenzsystem hier nicht ein konkreter Zeitraum angegeben, weil man natürlich da auch leicht solche Zeiträume quasi übergehen kann, ja, indem man einfach außerhalb eines Zeitraums einen Tag später wieder eine Zuwendung machen kann. Aber generell ist es so von der Rechtsprechung, wenn ich das richtig im Blick habe, dass es darauf ankommt, ob diese Zuwendung irgendwie in einem zeitlichen oder kontextuellen Zusammenhang stehen. Ja? Und deshalb sagt ja die Rechtsprechung auch, wenn es sich auch nur um sehr geringfügige Zuwendungen hat, sind die eben trotzdem zusammenzufassen, wenn sie eben gehäuft auftreten. Und dann wird natürlich, wenn der Fall vor Gericht sich abspielt, genau angeschaut, ja, wie war das dann in diesem konkreten Fall? Gibt es da noch einen zeitlichen Zusammenhang zwischen den mehreren Zuwendungen oder fallen da welche raus oder gibt es überhaupt keinen zeitlichen Zusammenhang? Und natürlich hat man da am Schluss eine gewisse Unsicherheit, wenn man solch ein Assistenzsystem verwendet, ob der Fragesteller dann auch wahrheitsgemäß letztlich seine Angaben macht und sagt ja, also hier sind die Zuwendungen gewissermaßen zusammenzufassen und es handelt sich also um mehrere Zuwendungen, die jetzt hier zu addieren sind. Das
bleibt quasi letztlich dem antwortenden Nutzer überlassen, wobei deshalb ja häufig auch hier als Sicherheit in dieses Assistenzsystem die Rückkopplung an die Compliance-Abteilung eingearbeitet ist. Ja. Und wenn ich das noch ergänzen darf, wir wollen ja im Grunde die Anfragen mitprotokollieren. Das heißt, wir würden ja wissen, welcher Nutzer stellt welche Anfragen in welchem Zeitraum. Und dann könnte man natürlich sozusagen eine Logik hinterlegen, die sagt, aha, lieber Nutzer, du hast jetzt jedes Mal die Flasche Wein sozusagen gefragt und jetzt hast du innerhalb von einer Woche 7 Flaschen Wein bekommen, die alle 49,50 Euro wert waren oder sowas. Und dann würde vielleicht dann ein Alarmsystem losgehen. Das war ja gerade die Idee. Und umgekehrt auch, was vielleicht eben man nicht so sehr erwartet hat, als wir den theoretischen Teil vorgedrängt haben. Es ist doch ein langer Text. Ja. Streng genommen würde dieses Protokoll ja aus einem durchaus längeren Text bestehen. Das heißt, mit diesem Frage- und Antwortspiel, weil man ja sozusagen fragt, ja, dienstlicher Anlass, ja, nein, mehr als 50 Euro, ja, nein und so weiter. Und das würde ja dann praktisch mitprotokolliert. Und im Grunde könnte also der Nutzer oben sozusagen sagen, ich möchte von dem und dem Kunden die und die Flasche Wein annehmen als Geschenk oder ich möchte den und den Kunden die und die Flasche Wein schenken. Und dann würde das protokolliert. Und dann könnte man natürlich Logik hinterlegen, die das dann sozusagen auswertet und dann sozusagen auch bei einer Überschreiten vom 4-5-maligen Vorgang beim selben Kunden blockiert. Das war die Idee mit Kundenpflege, damit man weiß, was ist da los, sodass man auch durch die Häufung erkennen könnte, jetzt ist vielleicht doch irgendwas nicht in Ordnung. Also deswegen sind nicht nur diese Frage- und Antwortspiele und die juristische Interpretation interessant, sondern das im Hintergrund mitlaufende Protokoll. Das ist vielleicht die. Aber da kommen, glaube ich, noch mehr Fragen. Ah ja, genau. Mhm. Ich könnte noch kurz was dazu sagen. Also, ja, genau. In den Compliance-Richtlinien von der Nürnberger Versicherung haben wir jetzt gesehen, dass auch oft, wenn man etwas annehmen kann, es aber bedenklich wäre oder in gewissen Fällen muss man jedenfalls die Zuwendung melden an der richtigen Stelle. Solche Funktionalitäten lassen sich natürlich auch mit implementieren. Ich würde sogar behaupten, dadurch, dass es dann so vereinfacht wird, dass man grundsätzlich die Vorschrift macht, alle Mitarbeiter haben dieses Tool zu verwenden, wenn sie irgendwelche Zuwendungen oder Einladungen bekommen, dass man im Grunde einfach alle Zuwendungen und so weiter auch werttechnisch mitprotokolliert. Und dadurch kommt der Mitarbeiter, also es kommt natürlich auch zugute des Mitarbeiters, denn der kommt seiner Pflicht nach, diese Zuwendungen auch zu melden. Und damit hat sich dieser Prozess natürlich auch deutlich vereinfacht oder hätte es sich. Der meldet es dann online, es wird online sozusagen archiviert und dann hat man das sozusagen alles im Programm. Vielleicht sollte man noch mal einen Spaß machen, also das ist jetzt ein bisschen wenig überzeugend wahrscheinlich, aber wir haben das mal einer Firma vorgeführt, das ist auch das Video, was es sonst schon auf der Website gibt, zeigt es. Und da hat ein Rechtsabteilungsleiter sofort spontan die Frage gestellt, darf ich meinen Notar zum Essen einladen? Also kannst du ja mal das mal eingeben. Und wir waren dann verblüfft, weil wir haben dem vom Notar nie was erzählt, dem Bot. Und damals hat es aber relativ gut funktioniert. Es müsste jetzt wieder gehen. Aha, interne Zuwendung. Das ist interessant. Das ist der Vorführeffekt. Naja, muss man einfach sagen, Ergebnis passt nicht zur Frage. Genau. Ja. Was macht er jetzt? Ah ja, jetzt stimmt's. Erst einmal richtig, ja, Gewährung einer Einladung an einen externen Dritten. Mhm. Jetzt kommt gleich die Folgefrage, die hier von absoluter Relevanz ist, nämlich ist der Empfänger der Zuwendung Amtsträger bei einer Behörde beschäftigt oder sonst für eine Behörde tätig? Da kann man ganz klar Ja sagen. Geht ja auf den Notar. Vielleicht kurzer Einschub vorneweg. Ich meine, ich habe ja die Frage gestellt und ich arbeite ja im Notariat. So gesehen ist es vielleicht doch nicht ganz falsch. Du meinst, der weiß das, dass du im Notariat arbeitest. Natürlich, also hier muss man jetzt natürlich schon die gute Sekunde. Ja, das hat er dazugelernt eigentlich. Ja, wunderbar. Also ich würde jetzt mal Ja beantworten. Genau. Amtsträger ist natürlich richtig, darf man nicht einfach alles schenken. Und genau. Die Kategorie. Genau. Und weil es jetzt ein Amtsträger ist, geht es gleich weiter mit der Frage, ob das eine Zuwendung in Form von Bargeld oder bargeldähnlichen Leistungen ist, die sehr
risikobehaftet sind hier in dem Fall? Ich hoffe mal nicht. Es geht ums Essen einladen. Nein. Also ja. Es geht nicht darum, dem Notar jetzt tatsächlich Bargeld in die Hand zu drücken, sondern er wird zum Essen eingeladen. Also er kriegt ein Essen serviert. Also das muss man schon unterscheiden. Also hier würde ich sagen. Ist das keine bargeldähnliche Leistung? Okay, aber nein. Ja. Also die Rechtsprechung unterscheidet hier ganz klar, ob der Empfänger jetzt tatsächlich Geld in die Hand bekommt oder eine Überweisung oder ob er ein Essen bekommt. Also hier geht es ums Essen. Ah ja, okay. Es hat ja alles einen Geldwert, ja, aber das, was er tatsächlich ausgehändigt bekommt, ist jetzt kein Bargeld. Also Bratwurstschmeckle am Weihnachtsmarkt. Der schmeckt hier besser als ein 10-Euro-Schein. Genau. Also, und dann geht es weiter mit der Frage, handelt es sich um eine einmalige oder wiederholte Zuwendung? Da sind wir wieder bei der wiederholten Zuwendung an den Empfänger. Also ich hoffe mal, der Notar wird nicht zu oft zum Essen eingeladen. Das hat auch andere negative Auswirkungen. Also, also es soll wohl einmalig sein, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, oder? Genau, also da kommt dann als Antwort auch, dass die strafrechtlichen Risiken eben erheblich sind und nicht gewährt werden darf, die Zuwendung. Also das ist ziemlich hart, was jetzt da rauskommt, härter als was wir bislang gelesen haben. Ja, weil es eben hier um einen Amtsträger geht. Und die Grenzen sind auch sehr klein und so. Die Wertgrenzen bei Amtsträgern sind eben hier an der Rechtsprechung orientiert, beziehungsweise auch an den unternehmensinternen Regelungen. Man kann ja vielleicht sogar mal aus der Praxis berichten. Also ich denke schon, es kommt ab und zu mal vor, dass Mandanten ein kleines Geschenk machen wollen nach der Beurkundung. Und dadurch, dass hier eben die Grenze so gering ist, ist es öfters, als man denkt, tatsächlich ein Problem, wo man sich jetzt die Frage stellen muss, darf man das anwenden oder annehmen oder nicht. Und so kam es auch schon mal vor, dass wir natürlich Sachen ablehnen mussten. Genau. Ja, wir haben unsere Zeit ausgeschöpft. Es ist 3/4 vorbei. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, der Compliance Bot als unser zweites Tool, das wir vorführen. Dann wünsche ich noch schöne Weihnachten, bedanke mich ganz herzlich bei meinen Lieblingsgastreferenten, die ich dann heute Abend noch zum Essen treffe. Und dann ist diese interne Zuwendung, Gott sei Dank. Kann es vielleicht doch mal durchspielen, so ist. Oh, jetzt habe ich hier irgendwo drauf gedrückt und ist wieder alles aufgegangen. So, also vielen Dank an euch beide, ihr habt es super gemacht, wenn ich das so sagen darf. Und ich freue mich, dass wir das zusammen entwickelt haben und grüße natürlich an Martin, der heute nicht dabei sein konnte. Genau. Und ja, wünsche frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann wieder nächstes Jahr und hören uns an Tools in Massenklagen Dieselgate von den externen Gastreferenten dieser Großkanzlei aus München. Vielen Dank, alles Gute, tschüss. Ja, schönen Dank, auch schöne Feiertage und alles Gute fürs neue Jahr. Tschüss. Ciao. Danke.